Die Noskes und Eberts, die übrig gebliebenen, die wirklich der harten Linie der deutschen Sozialdemokratie treu geblieben sind. Diese Leute werden sich heute hier versammeln. Und wenn wir nur 200 sind, dann spiegelt das auch unseren Entwicklungsprozess als Partei wider. Wir haben in Leipzig angefangen mit 50 Leuten in einer Eckkneipe und sind heute eine Volkspartei. Der Großteil unserer Genossen feiert heute am Brandenburger Tor das Deutschlandfest. Berechtigte Kritik soll es angeblich geben, dass Neonazis ihre Feste zum Beispiel Rock für Deutschland, Preußenfest etc. nennen. Das ist Linksdissidenten-Schwachsinn. Deutschlandfest. Wo Deutschland draufsteht, ist auch Deutschland drin und wir Sozialdemokraten stehen genau dafür. Wie gesagt, für hohe Mieten, für Sozialabbau, für Abschiebung, für die ethnobiologische Reinhaltung des deutschen Arbeitsmarktes. Demonstriert mit uns, wenn ihr für einen schlanken Staat seid, wenn ihr dafür seid, dass die Hungerleider endlich die Fresse halten und der Wirtschaftsstandort Deutschland wächst und gedeiht. Hurra, hurra, hurra!